Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute gehen Merle und ich auf Trophy und Amy ausreiten. Wir kamen nämlich gerade eben erst vom Urlaub zurück und ich habe schon meinen Koffer ausgepackt und sie noch nicht. Und ja, jetzt gehen wir mit den Ponys, ja, wenn das Wetter gut ist, ausreiten. Ansonsten reiten wir in der Halle, weil es hat vorhin ein bisschen geregnet. Und ja, die stehen jetzt hier auch schon. Da ist Sophie und da ist Amy. Und ja, heute grüße ich Nele K., Melina Strohkendel und Hanna Kehlenbeck. Ihr drei seid ganz herzlich von mir gegrüßt. Putzen! Gleichzeitig vor. Welche jetzt nochmal? Die Hasenbürste? Ja, die Hasenkadetsche. Kadetsche. Ja. Ich mach mich auf. Übrigens habe ich in 10 Tagen Geburtstag. Yay, dann werde ich 13. Und ich erzähle euch mal, was ich mir halt wünsche. Ich wünsche mir längere Steigbügelriemen, weil die Topfen sind echt kurz. Und meine alten bekommt dann meine Schwester, weil ihre sind auch ihr fast zu kurz, weil ihre sind 80 cm und meine 1 Meter. Und dann wünsche ich mir noch ein neues Bürstenset. Und zwar ist da eine kadettschöne Wurzelbürste, eine Wurstkratzer und eine Kopfbürste dabei für die Toffee. Und die hier werde ich dann in Schulbetrieb für Fenia benutzen. Ja, du redest nicht zu schnell. Ja, soll ja auch nicht lang dauern. Ja, kannst du gleich Amys Kopf noch machen. Amys die Schädel. Meine Mähnbürste ist da drin, unten. Ich hüpfe nur einfach alles rein. Ja, jetzt hüpfe. Ich mache immer mit Merles Auskratzer die Mähne. Die Hufe, weil der ist viel cooler. Der hat nämlich so einen Gelgriff. Ich liebe das. Und meine sieht schon sehr abgekackt aus. Ja. Schon mit dir reiten. Ja. Mit Amy, guck mal. Boah. Ach, voll die Klemme. Das geht drüber über dein Schrittbrett. Boah, ich fetz fast hin. Ich leg da schon fast. Ah nein, da unten ist ja deine Putztasche. Das ist eine Schere. Schere? Das ist jetzt so. Ja. Ja. Das ist immer eine Schere. Hier, schneid ihre Mähne. Toffis Mähnschere. Sie ist zwar sehr klein, aber sie hat immer voll die Kletter. Amy hat immer so Kletten, weil sie wälzt sich immer so brutal. Toffis ja. Mähne ist immer so wunderschön. Und dann kommt Amy. Wow. Bruh. So, wir satteln jetzt gerade schon, beziehungsweise ich. Und ich. Ja, ja, okay. Das hat jetzt mal wieder super schief. Das ist immer extrem schief. Und laufen und ja, im Urlaub gab es ein richtig geiles Schwimmbad. Wir waren nämlich im Center Park, der ist in Holland. Und das Schwimmbad war mega cool. Ja. Das fliegt eigentlich gut. Der spielt gerade so neben mir runter. So, ja. In der Wäsche vom Turnier immer noch, weil dem Turnier in Patsch gefallen ist. Lecker. Ja. So wie meine Schleife. Weißt du es noch? Ja. In der Siegerehrung. Ja. Kannst du mich auch? Hallo. Ja, die wollte ich schon. Hä? Was? Ja, du passt es ja nicht auf.
Snow. Drei Snow. Wow. Snow. Der datscht immer an meinem Handy rum. No. Snow. Da hinten ist Snoopy. Klar, ich bin nicht fertig. Klar, ich bin fertig. Ja. Nein. So, wir sind jetzt in der Reithalle, weil es draußen nicht so gutes Wetter ist. Deswegen wollen wir einfach in der Reithalle ein bisschen Dressur reiten. Weil draußen nieselt das. Deswegen kann sie auch nicht so gut reiten. Ja. Ja, ich reite nur
Auf dem Ponyhof. Ja. Was? Wie viele Tage sind wir da immer? 2 Wochen. Also 2 Wochen pro Jahr. Ja. Wie manchmal kann ich ziehen. Bei ihr im Reiten. Manchmal reitest du auch nicht. Nein, im Haus. Wir drehen Video. Ja, die Katze ist bei uns. Nein, die ist jetzt schon wieder raus. Aus meinem Bügel. Gut. Jetzt hat er uns wieder nach dem Teil. Ich hasse es. Du aussitzen. Ich tue gleich Angaben mit dem Job. Gehst du mit? Ja. Geh du raus aus dem Bügel. Du musst den Sitz üben. Amy galoppiert schon. Ja, hoffe ich auch. Oh Mist, jetzt habe ich meine Gänge vergessen. Schildert. Ah! Und das Bügel. Wow, ich falle vor. Das muss ich wieder in den Bügel rein. Ich musste echt mal reinbringen, wie man in den Bügel reingeht. Ja, guck mal, die sind ja immer so andersrum, dass das Loch da am Holz ist. Wie komme ich da rein? Indem du so machst. Guck, ich komme doch auch rein, warte. Ja, deine hängen ja auch so, meine sind ja von neu. Und deine sind ja auch da unten, meine sind hier. Ja, das ist, weil meine Steigbügel anders, meine Steigbügelriemen anders sind als deine. Also, du kriegst eh bald meine. Matzen. Also, in 10 Tagen kriegst du meine. Yeah. Ja. Übrigens muss ich mein Geschenk im Krämer kaufen. Ich gehe nämlich diese Woche noch im Krämer, aber kann ich kein Roll drehen, weil das dann meine Geburtstagsgeschenke sind. Ich darf die Geschenke aussuchen. Deswegen fahren wir diese Woche noch in Krämer. Kann ich leider kein Ball drehen. Und auch kein von mir dort. Ja. Ja. Ich reite jetzt auch. Du kannst in den Bügel bleiben. Manchmal bockt es auch nicht aus. Ja, ganz selten, aber schon mal haben sie gebockt. Als ich noch ganz klein war, sie war nur einmal auf dem Turnier. Echt? Du bist so dumm! Du hast Amy nicht mal ein Jahr lang. War ein Monat schon. Februar hast du es bekommen. Ja. An meinem Geburtstag? Nein, nicht. Aber da habe ich Geburtstag am Februar. Ja.
Gut. Dann du musst schon weiter schritten, Toffi. Kann ich denn nicht ohne das Sattel einen Schritt reiten? Wir satteln die jetzt noch schnell ab und reiten ohne Sattelschritt. Das macht viel mehr Spaß. Ja. Nur duft mich halt. Ich mach das dann mal den ganzen Schweiß an meiner Hose hin. Ja, Amy hat. Das ist so lustig. Amy ist nicht geschoren und bekommt jetzt schon ihr dickes Winterfell. Und dann bleibt immer die ganzen Haare im Sommer. Wenn sie das Winterfell verliert, dann bleiben die immer im Herbst. Das ist so witzig, wenn sie mal Sachen. Da sehe ich aus wie Amy 2.0. Ja, super Tüchfell. Ui, ich bin schon fertig. Aber im Sattel war halt schon. Ich bin gerade voll schief. Wir reiten jetzt noch ein bisschen. Wie ist es von weit vorne? Ganz locker, aber die, wo sollen die bitte in der Reithalle hinrennen? Also überall, Wände aus dem Garten. Deswegen lasse ich Toffi da immer ganz locker. Sie machen, was sie will. Außer Wälzen, das hat sie schon mal gemacht. Toll. Wie sitzt du bitte auf ihr? So. Das Bein muss hier von. Ja, und. Ha. Nicht so, sondern so. Ja. Bist du eine Mädchen? Eine Lüge. Wow. Oh mein Gott. Scheiße. Wenn Toffi sich leicht schüttelt. Toll. Komm mal da. Komm mal da. Soll ich mal probieren, so kurz zu tragen? Für den Damen. Mach das. Safe fall ich runter. Ich fall jetzt schon runter. Ja, das war nicht schick. Ich hab mich an der Rehe fest. Was? Das war wohl nichts. Ja. Ich geh die erstmal sofort weg. Sorry, Toffi. Egal, so sitzen macht mir Bock. Und mir Spaß. Oder so. Ja, das ist auch schön. Rückwärts. Leg mich auf den Hintern. Wie? Ich tue mir die Schuhe aus. Geile Idee. Das muss man nachher. Sand. Ja, das ist mir nachher. Dann müssen wir nachher sockig durch den Sand laufen. Ja, dann sind die Sprünge. Guck mal, Leute, was ich kann. Das hoffentlich macht Toffi jetzt nichts. Okay. Sie muss nämlich dazu ganz lieb sein. Dann bin ich tot. Nein, du willst nicht, aber. Ja. Tada! Los, jetzt hopp, jetzt sind wir. Brrrr! Probier es auch. Boah. Amy war gekommen. Und sie hat ja auch nicht die Fehler. Ja, Amy ist eines Beins kürzer. Oh, ich liebe sie. Das fällt mir zu. Wenn ich denn schon nie wollte. Das war's jetzt mit dem Video. Es hat sehr viel Spaß, wieder mal auf den Ponys zu reiten, weil sie halt nicht, also 4 Tage, 5 Tage nicht geritten sind. Und ja, lasst uns einen Daumen hoch da und abonnieren nicht vergessen. Ciao! Tschüss!